Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archi Gaming. Flo für den Start heute mit dem neuen SBC-Content und natürlich Road to the Knockout Team Nummer 2. Nächste Woche steht an, Road to the Knockout, und ihr seht, SBC-Content-mäßig steht auch einiges an. Wir haben Williams draußen, wir haben die Jamal SBC, Team of the Week Upgrade, das die drei SBCs, wir haben neue Objectives, wir haben neue Evos und wir haben natürlich Road to the Knockout Team Nummer 2. Wie das aussieht, was alles Neues da ist und wie es vor allen Dingen, ob es Top oder Flop ist, das schauen wir uns jetzt hier in diesem Video an. Also, let's go! Und einer. Ja, Freunde, es ist Freitag, es ist XXL Videotime. Wir gehen rein, unter anderem gleich natürlich auch noch in weitere Packs. Bleibt also gerne bis zum Ende dran. Und bevor wir reinstarten, wenn ihr meine tägliche Arbeit hier auf dem Channel unterstützen wollt, wisst ihr Bescheid, Support ist kein Wort. Nehmt euch also gerne kurz die eine Sekunde. Dauert für euch nur eine Sekunde. Lasst einen Daumen nach oben da, würde meine tägliche Arbeit extrem unterstützen. Und wir werden heute einfach mal, ich sag's einfach mal, 200 und 44 Likes gerne voll machen. Eskaliert also auch nicht, weiß, dass ihr es könnt. Lasst mich gerne eure Meinung wissen. Und das wird jetzt wirklich gleich sehr, sehr spannend zu den neuen SBCs. Wir gehen das Ganze durch, werde euch meine Meinung mitgeben und der nicht vergessen, kostenlos die Glocke zu aktivieren, um täglich keinen weiteren EAFC-Content mehr zu verpassen. Und damit starten wir rein, Freunde. Es gibt einiges zu bequatschen. Ja, Freunde, Road to the Knockout Team Nummer 2 ist da, aber Freunde, was ist hier los? Wir haben neue SBCs, Nick Williams, Lamine Jamal, und ich sage euch schon mal eins, die sind auf jeden Fall nicht gerade günstig. Bevor wir uns aber den SBC-Content anschauen, Freunde, zeige ich euch jetzt erstmal und wir schauen uns gemeinsam an, wie es mit dem Team aussieht, denn das lässt sich auch sehr sehen. Also, Road to the Knockout Team 2 heißt, wir haben Kane am Start in Packs, wir haben Virgil van Dijk, die ja schon geleakt waren, quasi das ganze Team, Dybala ist da als 90er Version, wir haben Havertz am Start, wir haben Garnacho, wir haben Midema am Start als 88er, Brand ist jetzt auch endlich da, oder meiner Facecam seht ihr, Araujo ist da, Bakula haben wir am Start, Lemilu, Loftus-Cheek, dann haben wir Velti, Gusto, haben wir Balogun, Ziyech, Zubimendi, dann haben wir Silva, dann haben wir Inacio und wir haben Henderson am Start. Also auch wieder, und da kommen wir dann zum Punkt, Freunde, hier haben wir Jamal, aber wir haben wieder nur einen aus der Conference League am Start, genauso wie auch Road to the Knockout Team Nummer 1. Und hier haben wir dann das Thema, was eben auch schon draußen ist, seit heute 18 Uhr draußen, also eine Stunde vor 19 Uhr gekommen. Und das ist die POTM-Karte von Lamine Jamal. Also, Jamal wird's oder Mbappé? Das war ja die Frage, wird es Jamal oder wird es Mbappé? Und die Antwort ist, es ist tatsächlich jetzt Jamal geworden. Und das Witzige bei der ganzen Geschichte ist, dass wir heute passend, quasi eine Stunde später, eben diese Williams-SBC bekommen haben. Das heißt, das spanische Duo, Youngster-Duo, ist sozusagen jetzt back. Ja, und ich weiß das natürlich, denke ich. Also, sie wussten, aber jetzt kommt Jamal auf jeden Fall am Freitag. Komm, wir hauen jetzt am Freitag auch direkt mal die Williams-SBC raus. Tja, Freunde, dann können wir uns quasi dieses spanische Youngster-Duo auf links-rechts quasi direkt mal ranholen. Und ich glaube, gerade die Spanier, die werden das auf jeden Fall machen. Und ich meine, das ist natürlich aktuell auf jeden Fall das Nonplusultra, die beiden. Und es wird auf jeden Fall Bock machen, wahrscheinlich auch die beiden zu spielen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, bevor wir gleich mit Packs etc. weitermachen, Freunde, gehen wir auf die SBCs mal gerade ein. Sie sind nicht gerade günstig. Ihr seht es richtig, 6 Segmente bei Williams. Wir haben 4 Segmente bei Jamal. Und weil Jamal als erstes gekommen ist, fangen wir einfach gerade mal mit ihm an. Also, er ist um 18 Uhr gekommen, er ist 27 Tage da. Und dann haben wir, ja, kommen wir erstmal auf die Segmente. 4 Segmente am Start. 84er, ein 85er, ein 86er und ein 87er mit Team of the Week. Ja, also, es wird nicht günstig. Das ist definitiv eine SBC zum Craften und zum Grinden, wenn man es denn möchte. Wir werden das gleich noch weiter ausdiskutieren, wie ich persönlich ja mal finde, wieso ich sage, hey, das macht es macht Sinn, diese SBC abzuschließen, wenn, und es macht nicht Sinn, diese SBC abzuschließen, wenn das und das ist. Das zeige ich euch gleich, was es da für Gründe gibt. Also, Jamal erstmal vorweg. Sieht natürlich top aus. Ja, 4 Sterne, 3 Sterne. Wir haben Explosiv, wir haben 1,80. Wir haben links wie rechts, wie er spielen kann. Wir haben den Spanien-Link, wir haben den Barca-Link, was natürlich absolut gut ist. Das Ding ist, wir haben die POTM-Karte, die ist natürlich keine Live-Karte, die kann sich nicht weiter upgraden. Ja, wir haben schon den 84er Team of the Week. Ja, okay, wir könnten theoretisch, wenn eine passende Evo um die Ecke kommt, den auch in den Evo packen, etc. pp. Wir lassen die Evos jetzt mal ausgeklammert, ja. Und dann aber Playstyles, 4 Stück. Angeschnittener Schuss. Wir haben Technik, wir haben Flair, wir haben schneller Schritt. Alright, ja. Und dann die Rollen haben wir am Start. Das Ding ist eben, er kann sich nicht weiter upgraden. Und seien wir mal jetzt ehrlich, und ich glaube, da können wir uns, glaube ich, auch einig werden,
Wenn der so weitermacht diese Saison, Freunde, wird er nicht nur noch weitere einige Team of the Weeks sich einsammeln, sondern vor allen Dingen wahrscheinlich auch weitere Special-Karten im Allgemeinen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Special-Karte nicht gerade die letzte ist, dann sollte man sich überlegen, diese SBC tatsächlich abzuschließen. Ich habe eben geschaut, wir können mal gerade nochmal gemeinsam einen Blick drauf werfen, ob sich was geändert hat. Wir sind bei einem Preis von über 200.000 Münzen für diese Jamal-Karte 86er Version. Jetzt kann man wieder gegenrechnen und sagen, ja gut, wenn ich den aber abschließe und dafür, keine Ahnung, zwei Divisions aufsteige jetzt der WP und der mir in der Weekend League jetzt am Wochenende hilft, und das ist ja auch wieder ein Punkt, Freunde, Weekend League heute gestartet, ja, das wird natürlich auf jeden Fall, also wenn jetzt Jamal rechts und Williams links in der Weekend League auf uns zukommt, Freunde, dann habt ihr auf jeden Fall die Redskins definitiv safe. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also bin ich gespannt auf eure Beweggründe. Warum schließt ihr die SBC ab? Wenn ja, schreibt die Begründung rein. Wenn nein, warum nicht? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, ja, und dann können wir gemeinsam in der Community diskutieren. Und ich werde euch gleich gemeinsam bei FootGG nochmal genauer erklären, was ich davon halte. Kommen wir zur Williams-Karte, die tatsächlich 6 Segmente drin hat, Freunde. Was hat sich EA dabei gedacht? Das ist die große Frage. Erstmal vorweg, der Controller geht leer, das heißt, zack, geht, der geht erstmal dran. Also, Nico Williams haben wir 6 Segmente. Ich zeige euch direkt mal, wie die aussehen. 86er 1 und 2 und 3. Dann geht es 87er 1 und 2 und 88er. Ja, Freunde, das ist... Weiß ich nicht. Also da fehlen mir eigentlich die Worte, um ehrlich zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, und ich habe es eben schon mit Twitch-Stream gesagt, Freunde, falls ihr nicht Bescheid wisst, ich bin täglich jetzt immer den ganzen Oktober ab 17 Uhr live bei Twitch. Folgt gerne rein. Ab 17 Uhr immer live für den 19 Uhr-Content dann, oder wir gehen bis in den 19 Uhr-Content rein. Kommt also gerne rum, auch bei Twitch. Ich habe es eben schon mit Twitch-Stream gesagt, Freunde, das ist natürlich eine Hausnummer. Na, das ist wirklich ein Ding, wo dir eigentlich nichts zu einfällt. Also das ist einfach wirklich hart. Vor allen Dingen, und das ist für mich der wichtige Punkt, wir dürfen nicht vergessen, dieses Game, EAFC, ist seit wirklich einer Woche offiziell draußen. Einer Woche, Freunde. 27. offiziell rausgekommen, wir haben jetzt den 4. Das ist eine Woche. Und EA kommt mit einer SBC, die sage und schreibe, das jetzt auf der Zunge zergehen lassen, 520.000 Münzen kostet. 520.000 Münzen. Ja, Freunde der Sonne. Ja, alles klar. Ja, alles klar, der Kommissar. Also hier ist einiges los. So, die Nico Williams-Karte. Forster 5-Star. Nice, big win. Sieht gut aus. Ich will die wieder nicht schlecht reden, die Karte, Freunde. Es geht mir nur ums Verhältnis. Ja, wir werden es gleich weiter ausdiskutieren. Links wie rechts kann er spielen. Pace ist da. Schuss bei 76. 80 Passspiel, Dribbling, ja, 93 Beweglichkeit, 86 Balance, 80er Ruhe, 82 Ausdauer. Und jetzt seid mir nicht böse, Freunde. Das ist jetzt, wie gesagt, meine Meinung. Ihr könnt gerne eine andere Meinung haben. Aber allein diese Stats jetzt hier zu sehen, die Attributdetails, fürs reine Tempo, für einen 76er Schuss, für einen, der 80er Ruhe hat, gebe ich keine über 500.000 Münze aus. Hier auf der Road to Glory. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. Lass uns sie weiter anschauen. Wir haben natürlich hier, ja, okay, es ist eine Live-Karte. Ich verstehe es schon, Freunde. Wir haben eine Live-Karte am Start. Ja. Playstyles, Playstyle Plus ist da. Raserei, logischerweise. Unerbittlich auch nicht schlecht für den Flügel. Und wir haben Innensturmprofi als Rolle plus am Start. Alles schön und gut. Die Karte sieht geil aus. Und es sind wirklich nette SBCs. Jamal und Williams. Aber sie sind, sorry, sie sind einfach beide overpriced, meiner Meinung nach. Sie sind einfach beide maximal overpriced. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Das ist zu heftig, Freunde. Also, wenn sie die ein bisschen günstiger machen und wir sagen, oh, Freunde, wow, das ist wirklich erschwinglich, diese SBCs, und wir können uns die schön in den Squad einbauen. Jeder kann Spaß haben mit den Karten und gut ist. Aber das ist natürlich klar, dass EA das nicht macht. Ja. EA will natürlich sagen, dass diese Williams-Karte weniger haben und Jamal genauso. Und EA weiß, ey, das fänden wir beide, oder wir fänden es alle geil, diese beiden in unser Squad drin haben. Den einen links, den anderen rechts. Ja. Und die dritte SBC, wir haben jetzt schon einiges gelabert, Team of the Week Upgrade, die kennen wir. Das ist ein 84er Greater Squad mit mindestens einem 85er drin. Ihr seht also, SBC-Karte-mäßig nicht gerade wenig. Und EA haut, ich würde mal sagen, heute direkt mal ein dich richtig raus. Ja. Mit diesen beiden SBCs, aber vor allen Dingen speziell mit Nico Williams, der über 500.000 Münzen kostet.
der wie gesagt nicht 27 Tage da ist wie Jamal, ne? Der ist nur 2 Wochen da. Der ist nur 2 Wochen da. Das nochmal kurz zur Info. So, wir gehen hier gleich in Packs. Ja, und wie ich gehört habe, das ein Mützenpack soll auch wieder am Start sein. Also, wir gehen da gleich rein. Vorher will ich mit euch gemeinsam und zwar in die Ziele gehen. Übrigens, was ich heute vermisst habe, ist ein offizieller Loading Screen. Oder beziehungsweise nicht Loading Screen, sondern wenn man reinkommt, so eine Push-Nachricht, die reinkommt, vielleicht mit einem Free Pack oder sowas in die Richtung, kam gar nichts. Kam einfach gar nichts. Schade drum. Ist jetzt so, aber gut, wir kommen drauf auf jeden Fall mit klar. So, wir haben hier nichts Neues, Freunde. Wir haben im Live-Segment und zwar eine neue erspielbare Karte. Da hat man Otamendi letzte Woche und diese Woche heißt es Jimenez, die wir uns über die Objectives ranholen können. Unter anderem auch 1000 XP-Season Points, die wir hier am Start haben. Eine Woche Jimenez. Was müssen wir machen? Bereit jetzt Quad Battles in Rivals. 3 Tore mit Stallpässen vor. Kriegen wir hin. Sehr gut. Erziele Squad Battles Rivals. 10 Tore mit einem Profi aus Mexiko. Kriegen wir auch hin. Erziele in 4 separaten Partien Squad Battles Rivals. Mindestens 2 Tore pro Spiel und stelle damit 2 Eredivisie-Profis in die Startelf. Kann man gut kombinieren. Und dann gewinne 8 Partien und dabei mindestens 2 Mexikaner-Profis in die Startelf reinknallen. Also 75 mal 3er, 75 mal 2er plus XP, 75 mal 2er. 75 plus Einzelpack plus die 500 XP, also 1000 XP, die wir uns ergattern können. Und dann haben wir Jimenez, ebenfalls natürlich als Live-Karte mit 3 Sternen, 4 Sternen leider nur. 1,82 Körpergröße, Feyenoord, Mexiko, Eredivisie ist klar. Und guck mal, der hat 84 Tempo, 85 Schießen. Für eine Objective-Karte sieht er sogar sehr gut aus. Und sogar 5 Playstyles. Angeschnittener Schuss, Lupfer, Power-Kopfball, not bad. Technik und First Touch. Ja, also für eine Objective-Karte, ganz ehrlich, finde ich ihn richtig gut. Für eine Objective-Karte leicht zu ergrinden, leicht zu erspielen und dann die Packs und die XP. Ich glaube, da können wir definitiv nicht meckern, was die Objectives, was die Ziele angeht. Also haben wir das auf jeden Fall schon mal abgehakt. Die Ziele, die SBCs, wir werden es gleich bei FUJIJI natürlich weiter diskutieren. Und dann, und jetzt kommt das Ding, Freunde, wir haben natürlich Team 2 draußen. Das so unter anderem aussieht. Und ich würde sagen, damit kommen wir zu der nächsten Demo. Das heißt Packs. Ja? Road to the Knockout Team Nummer 2. Wir wollen endlich einziehen. Und diesbezüglich habe ich ja gestern gesagt, wir haben Topper Team Packs ready gemacht. Unter anderem aber auch weitere Packs noch in den Zielen gegrindet bzw. gecraftet. Und da gehen wir jetzt hin. Ja? Shop Packs. Und weil wir wollen jetzt erstmal anfangen. Und zwar bei dem einen Münzenpack. Wir gucken hier kurz rein. Hier ist das High-Rated oder das 170k-Pack weg. Aber wir sollten hier anscheinend, wir fangen mal mit dem Preview-Pack an, das ein Münzenpack wieder back haben. Wir gucken also rein. Boskakli starten wir mit rein. 78er hier im Preview-Pack. Da hatte ich tatsächlich noch nie wirklich Luck. Und dann bei Packs für dich. Ist es back? Oh ja, jetzt sogar mehrere. Frühstart-Pack. Wir haben das Hero Willkommens-Pack. Kein Interesse. Kein Interesse, ne. Oder das Mini-Energizer-Pack. Das ist zurück und das haben wir jetzt zum zweiten Mal. Da heißt es wieder, du siehst dieses Pack, da du mindestens 7 Tage Ultimate-Team außer Web-App, Begleit-App aufgerufen hast, enthält 1 seltene Gold-Profi, leider nur einen. Alle Items sind untauschbar, aber es kostet dafür auch nur 1 Münzen oder 1 Münzen. Und deshalb werden wir diesen 1 Münzen gerne ausgeben. Leider kein Road to Knockout gerade. Mudrik, schreibt gerne rein, Freunde. Was hattet ihr in dem 1-Münzen-Pack drinne? Mudrik wird es bei uns, den hatten wir, glaube ich, zuletzt mal in der SBC abgegeben. Aber gut, damit kommen wir jetzt hier zu den weiteren Packs. Komisch, dass hier weiter keine Anzahl angezeigt werden. Ne? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Packs. Also, wir haben unter anderem 80x10er, 75x3er, 80x2er, Prime-Gemischte und so weiter und so fort. Wir fangen links an. Ein Gold-Pack, was erstmal auf uns wartet. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob wir jetzt heute aus den, ja, kleinen, feinen Packs, wenn wir denn so wollen, ja, der auf der First Owner Road to Glory hier jetzt was Gutes ziehen können. So, das kann gern discarded werden. Und dann schauen wir rein. Top oder Flop? Schreibt gerne rein, ob ihr eine Road to Knockout Team 2 Karte, 80 plus, kein Workout, schade, gezogen habt oder nicht. Es wird Argentinien, es wird La Liga. Alright, da wissen wir Bescheid. Und Molina Edis. Und kein Duplikat. So, du kannst gerne weitergehen. Kein Duplikat, das sehen wir gerne. So, nächster First. Oh, Freunde, das ist der Workout. Es ist ein Team of the Week. England? Premier League? Ist es? Nein. Ist es Palmer? Let's go, Freunde!
Was wollt ihr denn? Let's go! Im zweiten oder dritten Pack. Er ist da, Freunde. Und das war jetzt aus dem Topper-Team Tradable Pack, oder habe ich es richtig gesehen? Let's go, Freunde. Palmer ist da, der Junge. Palmer ist da. Dann nehmen wir die Coins doch mit. Oh, hätte ich gedacht, dass er sich noch weiter gehalten hat. Aber klar, wir müssen jetzt auch überlegen, gerade werden Packs geöffnet. Ist jetzt kurz nach 19 Uhr. Ah, Freunde, nice. Wollen wir den ja erstmal testen auf entspannt in der Weekend League? Sehr geil, Freunde. Let's go. Sehr, sehr nice. 1,89 groß. Das machen wir doch. Das nehmen wir auch gerne mit, Freunde. Das nehmen wir doch gerne mit. Let's go, Freunde. So muss es sein. So muss es sein. So, Freunde, damit kann es doch schon mal weitergehen. Let's go. Lasst auf jeden Fall Liebe da. Lasst auf jeden Fall Liebe da. Und wir machen mit dem nächsten Wandspieler weiter. Leider kein Walkout. Aber der Tunnel ist da. Der nächste Tunnelspiel. Ist es... Ey, ist es Vanille? Alilal? Ach, Koulibaly. Koulibaly natürlich. 84er Koulibaly. Wie konnten wir ihn vergessen, den Jungen? Barnes. Ach, Freunde, nice. Top-Partien haben sich jetzt schon wieder gelohnt. Auch das alleine jetzt schon wieder der Grund, gerne reinzugehen. Ich habe es euch gestern gesagt. Ich sage es euch jede Woche. Und hier. Oh, next one. ZM. Lali. Oh, mein Gott. Freunde. Das ist der Troll. Das ist der Troll. England, La Liga. Da denkt man direkt. Aber ich glaube, das ist ja jetzt Basekarte ZOM, ne? Bellingham, ne? Gut. Prime gemischtes Profi-Pack. Und dann gehen wir in die Rating-Packs. Komm. Ah, wir wollen wieder diesen Walkout-Flair sehen. La Liga. Und das ist wieder Sirleaf. Und Kadarbek. Zack. Und die drei wieder ab. Auf die Transferliste, die Kompagnons. Ach, Freunde, nice. Aber bitte, da kann noch mehr kommen. Road to the Knockout. Oh, ist das wieder Team of the Week? Freunde? Das sieht doch, das ist doch dunkel, oder nicht? Ist es wieder Team of the Week? Hä? Habe ich mir das jetzt eingebildet? Oder sah das gerade aus wie ein Tunnelflair? Okay, ich habe es mir anscheinend eingebildet. Woher auch immer. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Vielleicht sehe ich jetzt nur noch Team of the Week Flares. Ich weiß nicht. 75x3er sehen wir auf jeden Fall jetzt. Nächster Tunnel. Kein Walkout. Es wird Stürmer. Es wird Kolumbien. Ach, der Klassiker. Mit Zapata. Here we go. 383er. Ganz 383er aus 50x3er können wir eigentlich auch nicht beschweren. Ne? Ist gut in der SBC-Foto. Und jetzt ist 80x10er. Come on. Hau doch mal einen raus hier, ey. Ja? Nein. RM. Es... La Liga. 82er. Zygankov. Ah, Freunde. Trotzdem, Palmer. Ungelogen. Mit Palmer habe ich heute 0 gerechnet. Wirklich 0,0. Und ich sag mal, Eder Militao hat sich gehalten. Martinez ist jetzt auch fast unter 100k. Van de Ven ist bei 180. Ah, Freunde. Nice. 20k ein Palmer. Ich hätte wirklich gedacht, der hält sich so auf 50k minde. Oh. Oh, Freunde. Wo wir gerade über Palmer reden, wir haben einfach zwei Team of the Weeks da drin. Hä? Wait. Was ist da denn los? Ach, 83er ist gegangen. Ich wollte gerade sagen, warum wird denn Mamouche nicht als Wandspieler angezeigt? Chum haben wir am Start und Mamouche als Team of the Week. Das ist natürlich geisteskrank, Freunde. Jetzt haben wir tatsächlich drei Team of the Weeks in den kleinen feinen Packs hier gezogen. Damit habe ich tatsächlich jetzt so nicht gerechnet. Und damit bin ich sehr zufrieden. Drei Team of the Weeks aus den Packs. Das ist sehr, sehr gutes Futter. Und ich glaube, da können wir uns gar nicht beschweren. Da können wir uns definitiv nicht beschweren. Das ist ein Münzenpack am Start. Ja, das Einzige, was es halt noch fehlt, und ich hoffe, dass wir die Tage nachholen, dass wir einen wunderbaren Road to Knockout Team 2 Spieler ziehen. Also, lasst mich wissen, hattet ihr schon einen drin in Packs? Und damit gucken wir uns das Team jetzt etwas genauer an. So, Freunde, dann machen wir mal kurz einen Abstecher und gucken nochmal zu FootGG rüber. Also, ich glaube, wir können festhalten, das Team sieht wirklich knackig aus. Nochmal kurz zu den SBCs. Einer hat gerade die These im Twitch-Stream gesagt, okay, warum hat EA jetzt hier Williams für 500k rausgehauen und für 200k Jamal? Die EA will, dass in FC-Points investiert wird. Freunde, ich kann euch nur eins sagen, lasst einfach die Finger davon weg. Ja? Lasst einfach die Finger davon weg. Nutzt euer Geld bitte da anders. Ja,
Wie gesagt, 500k, 200k, lasst euch da jetzt nicht dran triggern. Wenn ihr die SBC nicht hinkriegt in zwei Wochen, eins bei der ganzen Geschichte, ich habe es letzte Woche Freitag auch schon gesagt, dürft ihr nicht vergessen, wartet ab, was für Crafting-Grinding-Möglichkeiten doch kommen. Yay, ist diesbezüglich nicht blöd, ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht nächste Woche dann schon oder innerhalb dieser Wochen, wo die beiden verfügbar sind, auf jeden Fall mit den Player-Picks losgeht und dann, dass das Grind und Craften auch potenziell auf einer Road to Glory am Start ist. Meine Road to Glory von eben ist das beste Beispiel. Team of the Weeks hatte ich bis jetzt noch gar nicht gezogen und jetzt innerhalb von kurzer Zeit haben wir direkt drei gezogen. Einer davon sogar tradable, um Coins zu machen. Den Rest können wir wunderbar als SPC-Futter beispielsweise nutzen. Nur mal so als Beispiel. Aber gut. Ja, Jamal und Williams, ich glaube, da können wir uns heute, glaube ich, darauf einigen, dass die auf jeden Fall overpriced sind. Aber es ist schon geil, dass sie als SBCs draußen sind. Gucken wir aufs Upgrade von Williams, der von der 85 hier, wie gesagt, jetzt kommt. Und wenig überraschend, haben wir ein plus 1, plus 2 Upgrade. Bei ihm halt aber der Unterschied, er ist halt eine Live-Karte. Ja, er hat 4 Sterne, 5 Sterne, meiner Meinung nach, aber definitiv keine 500.000 Münzen wert. Trotz des Places Plus und hast du nicht gesehen. Meine Meinung, ja. Holt euch dann lieber die Base-Karte, die 100k kostet und habt Spaß mit der, beispielsweise, ja. Wobei die natürlich marktmäßig sich auch nochmal ändern würde. Jetzt haben wir aber erstes Wochenende der Weekend League beispielsweise und da kommen wir dann wieder zum Thema Rewards. Denkt auch an die Rewards, Division Rival Rewards, Quad Battle Rewards, Foot Champion Rewards und so weiter und so fort. Auch die können euch helfen, weiter natürlich oder an Coins und dann schlussendlich vielleicht SBCs auch abzuschließen. Bei Jamal sieht es ein bisschen anders aus. Er kommt von der zuletzt heißhalten 84er Version. Wie gesagt, die Karte ist keine Live-Karte und dann haben wir plus 2, plus 3 drauf. Das ist in Ordnung. Ich würde aber sagen, hier haben wir ein sehr hohes Potenzial, dass hier eben weitere Special-Karten kommen. Wahrscheinlich auch in einem kurzen Zeitraum. Oder ich würde jetzt sogar vermuten, dass innerhalb dieser 27 Tage noch eine weitere Team of the Week-Karte mindestens kommt von Jamal. Ist jetzt mal meine Prediction, die da rausgeht. Insofern würde ich tatsächlich die Finger eher von Jamal weglassen und diese SBC nicht machen. Aber ich kann auch die Leute verstehen, ey, pass auf, ich mache jetzt Jamal, der hilft mir in der Weekend League, aber da muss jeder, wie gesagt, seine eigene Sichtweise drauf haben und seine eigenen Beweggründe. Deshalb bin ich gespannt, was eure Beweggründe sind in Bezug auf Williams und auf Jamal. Und dann haben wir, wie gesagt, das Team of the Week Upgrade. Jetzt aber kurz zum Team, zum Road to Knockout Team Nummer 2. Und da gucken wir uns doch mal ein paar Kompagnons an, beziehungsweise fangen hier auf der Seite an. Und das Schöne ist ja, hier direkt bei FootGG, wir haben auch die Objectives mit drinne, / SBCs und ja, also hier Jimenez und ich sehe gerade hier Extinct, Luftus Chic, dann fangen wir doch mal an, also Inacio haben wir am Start, da musste ich witzigerweise direkt jetzt daran denken, dass wir ja jetzt Liga Portugal Otamendi letzte Woche hatten, dem Este, also linkmäßig auch hier die Grundlagen potenziell, da haben wir die Möglichkeit auf jeden Fall wunderbar ihn zu linken, ja. Haben wir 2 IVs da am Start. Ich kann auch Linksverteidiger und ZDM. Das kommt ihm auf jeden Fall zugute, würde ich sagen. Das Upgrade ist auch solide. Es ist eine Live-Karte. Völlig in Ordnung. Preis-Leistung stimmt hier völlig. Da können wir nicht meckern. So, dann haben wir Henderson am Start. Wieder back mit Special-Karten nach seinem Saudi-Trip. 10 Pace. Elementar. Interessant finde ich 2 Dribbling-Push und dann 11 Agility und 6 Balance. 1,87 Körpergröße, interessantes Upgrade bei ihm hier. Plus 4, plus 5, plus 6, die Upgrades, ja, auch legitim. Kostet 12k, schon auf Discard. Einfach mal testen und auch hier, ne, nicht vergessen, Freunde, ihre Devise, zack, ich zeige euch nochmal. Bearquiz und so weiter, also da haben wir auch die Linkmöglichkeiten direkt am Start. Dann geht's direkt damit weiter. Liga F, wir haben Silber draußen. Rechtsverteidiger Real Madrid Link ist natürlich am Start. Wie soll es auch anders sein, von der 82 auf die 85 drauf. Ja, auch ein nettes Upgrade und hier witzigerweise geht es ja genauso weiter. Die haben wir auch, die Teamgrundlagen, die Squad Foundation ist am Start, also Linkmäßigkeit auch hier am Start. Jimenez, haben wir auch wieder die Ehre-Devise. Freunde, also EA, macht diese Bezüge, ich habe es letzte Woche schon angesprochen, auf jeden Fall denkt sie darüber nach, welche Spieler sie releasen und man kann sie wunderbar auch teilweise dann, je nachdem wie viel man schon gegrindet und gecraftet hat, wunderbar miteinander linken. Und das ist das, was mir eigentlich bis jetzt am meisten oder besten gefällt bei EAFC 25, dass da mal anscheinend jemand ist, der ein bisschen mitdenkt in Bezug auf Squad-Building. Ja? Dass das Upgrade von der 79 auf 85 natürlich auf jeden Fall big ist,
Das sehen wir hier. Auch hier wieder Balance plus 14, 8 Agility plus 7 Upgrade insgesamt. Was fällt auf jeden Fall auf? 8 Passen, 5 Schießen, 5 Pace. Sehr sympathisch. So, dann aber zu Mendy. Hier haben wir eigentlich auch wieder das Gleiche, ne? La Liga, sehr viele Links, sehr viele haben La Liga, Spanien extrem einfach zu linken, ins Squad unterzubringen. Sehr cool, 11 Pace, das war definitiv notwendig. ZM, ZTM, auch coole Karte für so Discard, können wir mitnehmen. Dann ziehe ich, Gala ist am Start. Moment, haben wir nicht Gala? Ja, hier, jetzt haben wir maximal den Link natürlich. Muss Lehrer theoretisch stehen, Motorik auch schon. Jetzt gucken wir mal Marokko. Hätte man dann potenziell auch Möglichkeiten. Muslera war der Gala-Spieler, genau. Da haben wir die Special gerade auch schon am Start. So, wie sieht es hier aus? 80er auf 85. Ja, typisches Upgrade. Sogar plus 6 und plus 7 teilweise. Live-Karte ist am Start. Kann einige Positionen spielen. Kann man auch mal testen. Velti dann am Start. Weitere Frau. Mit einem ganz normalen 3 plus 4 Upgrade. In Ordnung. 4 Sterne Upgrade sogar sehe ich gerade. Auch da Skillmove geupgradet. Nico Williams haben wir uns konkret angeschaut. Dann aber Luftus Schick, Forster, Forster. Oh yes. 10 Balance kriegt er oben drauf. Oh. Freunde. Balance und Agility. Plus 5 Agility, 10 Balance. Da müssen wir drauf achten. Müssen wir mal ein Auge drauf werfen, Freunde. Kann ZOM, kann ZM spielen. Dann haben wir Lemilou, weiteren Franzosen. Und das schon wieder das gleiche. Balance plus 12, 8 Agility, Freunde. Pace vor allen Dingen hat er drauf gekriegt. Der nächste französische Road to the Knockout-Spieler im Mittelfeld. Neben André wie letzte Woche. Dann haben wir Balogun draußen. Ligue 1 again. So, ausdachtiges Upgrade. 9 Schießen, 10 Passen, 8 Dribbling, 12 Def, 11 Physis. Sehr sympathisch. Sehr, sehr gut. Dann haben wir Gusto draußen. Wie sieht es bei ihm aus? Kein weiteres Skillbook Weakfoot Upgrade, plus 7 auf Dribbling. Aber auch hier, Dribbling gut geupgradet, Def plus 8, 7 Physis, 7 Passen, 9 Schießen, 14 Attack, oh mein Good Lord. Also der wurde auf jeden Fall Allrounder-mäßig gemacht. Krass. Hätte ich nicht mitgerechnet. Bakula. Eieiei, 600k. Let's go, plus 7 Upgrade. Ah, schon wieder Balance, Freunde. Was ist hier bitte? Balance los. 21 Balance bei einem plus 7 Upgrade. 4 Agile. Was sind das für heftige Upgrades? Headache Accuracy plus 16. Heiliges. Also das und dann. Oh, Forster sehe ich gerade. Das ist natürlich crazy. Forster Upgrade ist da. Also, Freunde. Und jetzt geht's mit Araujo weiter. Das ist sehr, sehr gut. 5 Agility, 5 Balance. Plus 2 Pace, 2 Schießen, 6 Passen und Dribbling, 2 Def und 2 Physis. Also 2 und 6er ziehen sich da durch. 5 Stamina fällt noch auf. Keine weitere Position. Bei ihm der Vorteil ist Rechtsverteidiger und Innenverteidiger. Das ist sehr gut. Dann haben wir Brand am Start. Komm. Forster ist natürlich schon wild. 11 Pace, 13 Antritt. Sprintgeschwindigkeit plus 10. Der Rest ist plus 2, plus 1. Leichte Upgrades. Also hier auf jeden Fall das elementare Pace Upgrade. Notwendig, würde ich sagen. 4 Sterne schon vorher nice gewesen. Dann nächster Big Player, Freunde, Garnacho. Oh, auch er bekommt das Forster Upgrade. Sehr geil. 10 Schießen, 11 Passen, das war auf jeden Fall notwendig. 7 Dribbling, geil. Mega Upgrade, 11 Physis, auch hier mega Upgrade. Dann haben wir Midema draußen. 90k. Forster auch schon. Wieder 9 Balance. Freunde, die Balance ist beliebt. Havertz dann. Forster. Stürmerposition. Hä? Stürmer ZM? Ach so, die ZOM. Ah, die ZOM-Karte wäre irgendwie jetzt Base. Okay. Alter, Freunde, das zieht sich durch. Was ist mit der Balance los? Habe ich irgendwas verpasst? War das letzte Woche auch schon so? Plus 7 auf Dribbling und 29 Balance Boost. 10 Heading Accuracy. Was zur Hölle ist denn hier los? Plus 6. Hat hier jeder einen Fehler gemacht oder ist das gewollt? Aber ich feier's. Oh mein Gott. Dybala plus 1 Balance. Da habe ich jetzt direkt drauf geguckt. Aber der sieht natürlich schon top aus, ne? Aber ganz, jetzt mal kurz am Real Talk, Freunde, ist das von der 87 auf die 90, ist das ein plus 3 Upgrade von den Stats her? Fühlt sich teilweise für mich nicht so an. Warum ist das ein plus 3?
Kane plus 1. Oh, 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 15 Pace, 16 Antritt, 14 Sprintgeschwindigkeit, 7 Balance, 14 Agility. Let's go. Und der Rest hier, Schuss, Def, Passen und Physis nur plus 1. Das finde ich gut. Schön saftig Pace gegeben. Eine spielbare Kane-Karte mit dem Tempo. Wichtig, richtig. Van Dijk mit dem Aerial Playstyle Plus und mit einem plus 1, plus 2, 5 Vision, 7 Antritt tatsächlich. Das ist wild. Also, hier eine Top-Karte mit einem plus 2 Upgrade direkt. Sehr geil. Sehr, sehr geile Karte. Und dann sind wir tatsächlich schon mit dem Road to Knockout Team, was das betrifft, durch, Freunde. Road to Knockout Team Nummer 2, finde ich, lässt sich extrem gut sehen. Jetzt ist die Frage nur, ob wir tatsächlich dann auch einen ziehen können. Tja, und Nico Williams, Jamal sind die Spanier, die jetzt in SBCs da sind. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf eure Meinung zu den neuen SBCs. EA heute auf jeden Fall extrem einen raushauen. Nicht nur das Team, sondern eben schlussendlich auch diese zwei heftigen SBCs. Aber halt auch heftig overpriced SBCs. Objectives stimmen wieder. Und damit haben wir dann eigentlich nur noch ein Ding zum Abschluss. Und das ist der Punkt der Evolution, die ich euch hier nochmal kurz zeigen kann. Und das ist die La Roja-Geschichte. La Roja, da haben wir einfach Spanier, 4500 passen roundabout rein. Und die neue Evolution auch am Start. Geht ihr da rein? Wenn ja, warum? Mit wem? Schreibt das gerne mal rein, auf jeden Fall rein, unter in die Kommentare. Neue Evo also auch da. Und da ist es, Unleash the Power of Spain. Boost your Spanish players, showcase your skill, passion and dominance in the global football world. Also, neue Evo ist auch mal da. Endlich mal wieder neue Evo, Freunde, nach dem Evo-Fail von EA. Das soll es aber jetzt hier für den Freitag gewesen sein. Ein bisschen längeres Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Lasst mich wissen, was hattet ihr in den Packs. Und damit sehen wir uns gerne morgen wieder zum Sonntag, zum neuen Content. Und hier jetzt gerne das Video von gestern. Viel Spaß dabei. Und wir sehen uns dann gerne morgen wieder hier an gleicher Stelle. Ciao, Leute.